Ja, moin Leute, ich mache das jetzt mal freihand, da ich hier sehr oft hin und her wandern muss. Ja, und zwar, der Tino hatte mir ja mal wieder ein richtig gut gefülltes Hardware-Paket zugeschickt. Beschreibe ich das mal so. Und jetzt mache ich mal wieder die Bestandsaufnahme. Welche Grafikkarte funktioniert denn noch? Also, was funktioniert denn davon noch von der Hardware, die ich bekommen habe? Ja, vor allem habe ich hier auch Grafikkarten bekommen. Ja, fange ich noch mal eben kurz an, die zu beschreiben. Das hier sind beides ATI Radeon 9550er Modelle. Da muss natürlich der Kühlkörper wieder mit drauf, mit frischer Wärmeleitpaste. Das ist eine Nvidia GeForce FX 5600. Eventuell aus einem Medion-Computer, so nach dem Design zu urteilen. Obwohl da nichts von Medion draufsteht. Und hier ist noch so ein Videoeingang. Das ist auch ganz nett. Das hier müsste die Nvidia GeForce 4MX 4000 sein. Dann ist das dort hinten die Nvidia GeForce 4MX 400. Das hier müsste eine FX 5200 sein. Genau, dieses Modell hier. Dann ist das hier von Creative die allererste GeForce von Nvidia. Ja, mit 32 MB Grafikspeicher. Das wird auch mal interessant sein, die allererste GeForce mal zu erleben. Dann habe ich hier noch drei große Grafikkarten. Bei der hier ist leider das Gehäuse schon beschädigt. Finde ich sehr schade. Das ist nämlich eine Nvidia GeForce GTX 260 von XFX. Diese dürfte, glaube ich, auch von XFX sein, eventuell. Das ist nämlich eine Nvidia GeForce 8800 GTX. War sehr legendär gewesen, weil die hier zum ersten Mal die universellen Shader-Einheiten mitbracht und das hat einen enormen Leistungsschub gebracht. Ja, und das hier ist die ATI Radeon X1900 XT. Mal hoffen, dass die auch noch funktioniert. Ja, um das alles hier bewältigen zu können, habe ich nicht nur eine Testplattform, sondern zwei Testplattformen aufgebaut, stelle ich euch gleich im Anschluss vor. Ja, dann habe ich hier noch die ganzen DVD- und CD-Laufwerke. Floppy-Laufwerke habe ich auch noch, die ich austesten muss. Und hier sind noch vier Festplatten, die ich auch noch anschließen möchte, ob die erkannt werden. So viel also dazu. Und jetzt, nachdem ich den Akku dann der Kamera gewechselt habe, stelle ich euch nochmal die beiden Testplattformen vor. Das hier ist Testplattform 1. Und zwar ist das aus einem ASRock 4-Core Dual SATA 2 Mainboard aufgebaut. Das Besondere an diesem Mainboard ist, es hat sowohl einen PCI Express als auch AGP-Slot. Also kann man hier entweder PCI Express oder AGP-Karten testen. Hier im PCI Express-Slot bereits verbaut ist eine XFX GeForce 6800 XT für Extreme. Mit 512 MB Grafikspeicher. Die habe ich mir separat bei eBay gekauft. Die möchte ich natürlich auch noch mal austesten, ist ja klar. Dann habe ich hier schon zwei LG-Laufwerke, ich glaube, das sind CD-Laufwerke, aus dem Hardware-Paket von Tino angeschlossen. Ebenso ein Mitsumi Floppy-Laufwerk. Kann ich das hier noch mal eben zeigen? Ach, das sind sogar DVD-Laufwerke, Entschuldigung. So, und dann habe ich auch zwei RAM-Module aus dem Paket von Tino genommen. Das sind zweimal 1 Gigabyte DDR2 667 MHz von Samsung. Ja, und hier unter diesem Cooler Master Kühler, den ich auch von Tino bekommen habe, da ist nun ein Intel Pentium 4 631 verbaut. Das ist ein Cedar-Mill-Prozessor mit 3,4 GHz Taktfrequenz. Ja, diesen Prozessor, den habe ich ja von Dark Phoenix 420 bekommen. Aus dem zweiten Hardware-Päckchen. Achso, hier das Netzteil ist ein Thermaltake Munich 430 Watt. Noch eine Tastatur und eine Maus angeschlossen und ein Monitor natürlich. Ja, das ist Testplattform Nummer 2 auf meinem anderen Schreibtisch. Bestehend aus einem Intel Mainboard, auch wieder mit Sockel 775, wie das von der ersten Testplattform. Und zwar ist das eine Intel Desktop Mainboard, das D915 GEV mit Intels 915 Express Chipsatz
der hier unter dem großen Kühler versteckt ist. Ja, ich gehe erstmal gleich zum Testen über die Onboard-Grafikeinheit des Chipsatzes. Da ist nämlich hier so ein anderer Bildschirm angeschlossen von so einem Kassensystem. Habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ja, hier habe ich ein Be Quiet Netzteil angeschlossen. Ich glaube mit 350 Watt Gesamtleistung. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Hier muss ich noch einen Adapter anschließen, da das Mainboard schon einen 24-poligen Stromanschluss benötigt. Ja, auf dem Prozessor ist noch kein Kühler drauf, denn ich wollte euch jetzt noch mal den Prozessor kurz zeigen, bevor ich den Kühler aufsetze. Und zwar ist das auch einer aus Tinos Hardware-Paket. Ein Intel Pentium Dual Core E5200. Ach ja, hier nochmal zum Kühler. Diesen Arctic Alpine 7, den setze ich gleich auf das Intel Mainboard. Und für Grafikkartentests haben wir noch diverse Adapter. Unter anderem von Molex auf 8-Pin PCI Express. Ich habe gehört, die sollen nicht so gut sein, aber mal gucken. Und das ist dann noch Molex auf 6-Pin PCI Express zweimal. Und mit diesem Adapter kann ich nochmal aus einem 6-poligen einen 8-poligen PCI Express Stromanschluss machen. Gut, das Netzteil da hinten, das hat auch nur 350 Watt, aber mal gucken. Ach ja, ich musste ja noch so eine Zusatzplatine anschließen. Und da habe ich jetzt hier meinen Power-Switch, der Reset-Switch und noch eine Power-LED mit angeschlossen. Das Mainboard hat bereits hier onboard so einen Systemlautsprecher für Fehlermeldung. Ja, auf diesem Mainboard habe ich jetzt 2x512 MB DDR2 RAM aus Tinos Hardware-Paket verbaut, der mit 533 MHz effektiv getaktet sein sollte, also PC 25300 meine ich. Nee, Entschuldigung, PC 24200, das andere war der PC 25300 auf dem SWAG Mainboard. Gut, dann mache ich mal meine Tests. Und ja gut, es ist eigentlich immer das gleiche. Ich stecke hier eine Grafikkarte rein, gucke, ob ich da ein Bild bekomme. Und wenn das der Fall ist und so weiter und der Prozessor und so weiter läuft, der Arbeitsspeicher, die DVD-Laufwerke erkannt werden und ich den MEME-Test nochmal durchgeführt habe, ja, dann geht's mit der nächsten Prozedur weiter und dann stelle ich euch jetzt gleich die Hardware vor, was sich da so ergeben hat, was noch funktioniert und was Grafikfehler produziert oder nicht mehr geht. Ja, die Intel-Plattform habe ich jetzt gegen ein AMD-System eingetauscht. Also dieses Intel-Mainboard mit dem Sockel 775, da es irgendwie nicht anspringen wollte. Muss ich nochmal genauer schauen, was da das Problem ist. Ich habe auch gesehen, dass auf diesem Mainboard ein Kondensator aufgebläht ist. Der müsste dann mal ausgetauscht werden. Ja, jetzt habe ich hier ein AM2 Plus System und vielleicht fällt dem einen oder anderen ja auf, wer das Mainboard kennt, dass ich hier den Kühler des Chipsatzes von Nvidia ausgetauscht habe gegen ein größeres Modell. Naja, denn der Enforce 430 Chipsatz hier, oder ist das schon der 630, ich weiß es gar nicht mehr genau, der hat eine integrierte Grafikeinheit, ich glaube die 6150 SE. Ist das. Und der wurde über 60 Grad heiß und deshalb habe ich da jetzt einen größeren Kühler von einem anderen Mainboard draufgepackt. Genau, damit er halt besser gekühlt wird. Das passt ganz gut hier von dem Raster her. Ja, und hier, da ist die XFX GeForce 6800 Extreme. Läuft einwandfrei. Habe ich gerade ausgetestet. Ach ja, und das Netzteil habe ich auch ausgetauscht, da ich mit diesem AM2 Plus System, da es moderner ist, die High-End-Grafikkarten testen möchte. Und da ist dieses Thermaltake-Netzteil definitiv geeignet dafür, weil es zum einen bereits einen 8-poligen PCI Express-Stromstecker hat, als auch mehr Leistung abgeben kann als das andere von Be Quiet. Ja, und das von Be Quiet, das ist jetzt an diesem S-Walk for Core Dual SATA 2 Mainboard angeschlossen. Kann ich euch ja jetzt auch noch mal kurz zeigen.
Ja, hier ist das ASRock 4-Core Dual SATA 2 Mainboard, das so ein bisschen störrischer ist. Und da ist dieses Netzteil von Be Quiet mit maximal 350 Watt. Ja, und ich hatte bei diesem Mainboard auch die GeForce 6800 Extreme montiert und da habe ich kein Bild herausbekommen. Aus der jetzt montierten MSI GeForce 9400 GS bekomme ich ein Bildsignal heraus. Ja, also dieses Mainboard ist doch ein bisschen störrischer. Ja, ich habe den Prozessor gewechselt, weil sich da gar nichts tat, weil ich dachte, dass die CPU eventuell defekt wäre. Jetzt ist hier ein Intel Pentium 4 Prescott, ja, der Prescott mit 3,0 GHz verbaut. Das läuft jetzt auch. Gut, dann will ich mal weitermachen mit Testen und euch dann nachher zeigen, was Sache war. Ja, ich bin gerade die ATI Radeon X1900 XT am Austesten und da habe ich auch noch mal etwas Interessantes für euch. Ich schalte das Netzteil hinten ein und starte jetzt den Rechner und bitte nicht erschrecken, die Grafikkarte ist ultra laut. Ja, und jetzt sieht man, dass auf dieser Grafikkarte eine LED leuchtet. Dann steht da etwas von T-Fault, D28. Ich mache das jetzt erstmal wieder aus, bevor ich weiterrede, weil sonst könnt ihr mich wohl kaum verstehen. Ja, und zwar habe ich vorhin mal Google befragt, was man da machen kann. Und ich scheine nicht der Einzige zu sein mit diesem Problem. Einer schrieb in einem Forum, dass bereits nach 4 Tagen sein Rechner defekt gegangen wäre und da auch genau diese Grafikkarte hier verbaut gewesen war und auch hier diese LED, wie gezeigt, leuchtete. Nach 4 Tagen schon. Ja, und da ist nichts wirklich bei rumgekommen in diesem Forum. Alle haben natürlich mal wieder nur um den heißen Brei geredet, deshalb hasse ich Foren wie die Pest und würde mich da auch niemals anmelden, weil da kommt sowieso in 99% der Fälle eigentlich nichts rum. Deshalb, die kann ich also eigentlich entsorgen. Na gut, ich habe die natürlich kostenlos gekriegt, ne? Ja, deshalb habe ich dadurch natürlich auch keinen Verlust. Ach ja, die XFX GeForce GTX 360, die funktioniert einwandfrei. Und genau diese Karte hat, ja, das kaputte Gehäuse. Na gut. Gut, dann kommt die Grafikkarte jetzt weg. Die kann man wohl nicht mehr reparieren. Ja, ich bin hier gerade DVD-Laufwerk am Testen. Das sind hier die letzten beiden. Und das untere Laufwerk mit der schwarzen Blende, das fährt seltsam aus. Das möchte ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. Nochmal zufahren und dann nochmal wieder öffnen. Okay, jetzt hat er das vernünftig gemacht. Aber ja, habt ihr das gesehen? Der schlägt hier irgendwie so aus, ne? Also, das kommt auch weg. Wenn das schon so komisch ausfährt. Das obere ist aber in Ordnung. Dann habe ich insgesamt 2 DVD-Laufwerke, die ich entsorgen kann. Bei dem anderen, naja, da hat sich die Schublade zwar geöffnet, aber der konnte von meiner Ultimate Boot CD nicht booten. Und das ist eine ganz normale CD-R, die eigentlich jedes Laufwerk lesen sollte. Ja. Der Lüfter hat definitiv einen Lagerschaden. Aber das Bild der Grafikkarte ist 1A. Und zwar ist das hier eine Creative CT6970 mit einem Nvidia GeForce Grafikchip der ersten Garde. Mit 32 MB Grafikspeicher. Alter, ist das gerade heftig. Ich mach das mal lieber aus. Also, da stimmt definitiv etwas nicht mit. Der Lüfter hier. Aber ich sehe gerade, da sind Kreuzschlitzschrauben. Den könnte man abnehmen und was Neues drauf machen. Die Grafikkarte an sich gibt
einwandfreies Bild aus. Also das ist nur der Lüfter. Ja, dann könnte man sich das überlegen, ob man da einen neuen Lüfter drauf machen würde, weil der hat einen definitiven Lagerschaden. Nun sitzt die GeForce FX 5600 auf dem HP Mainboard. Vom Prinzip her funktioniert sie, aber wenn ich mal hier auf den Bildschirm schaue, ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, aber die Farben sind etwas verfälscht. Die sind etwas dunkler als bei den anderen Grafikkarten. Es sind keine Grafikfehler also in dem Sinne, aber das Bild sieht doch anders aus als mit den anderen Grafikkarten. Ja, man könnte jetzt natürlich auch per DVI das Ganze anschließen, da der Bildschirm auch einen DVI-Eingang hat. Ja, ich habe übrigens auch die Wärmeleitpaste erneuert und das Ganze mit Reinigungsalkohol gereinigt, also den Grafikchip und die Unterseite des Kühlers. Jetzt habe ich hier ein DVI-Kabel angeschlossen, aber auf dem Monitor ist kein Bild zu sehen. Ja. Jetzt erlebt ihr mich ausnahmsweise mal komplett unvorbereitet. Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Ja, ich wollte doch noch eine Bilanz ziehen, welche Hardware von Dino nun funktioniert und welche nicht. Nur, ich habe das zwischenzeitlich vergessen, dass ich noch eine Bilanz ziehen wollte. Deshalb liegt manche defekte Hardware schon bei uns auf dem Dachboden. Naja, die bleibt da. Jetzt auch, da habe ich gerade keine Lust, die wieder runterzuholen. Verzeihung. Aber ich versuch's mal. Ja, ich habe hier noch ein paar andere Sachen mit dazugelegt. Ich glaube, zwei Erweiterungskarten von Dark Phoenix 420 habe ich hier noch untergemogelt. Ja, fange ich doch mal an. Hier die beiden Lüfter hatte ich ja in der Einführung auch noch nicht gezeigt gehabt. Die funktionieren beide. Und ich habe da jetzt auch nichts feststellen können, dass die einen Lagerschaden haben. Also die klingen ganz normal. Ich glaube, das eine ist ein 60er und das andere ist ein 80er Lüfter. Ja, die laufen. Lege ich die mal beiseite. Dann die Grafikkarten. Ja, also vom Prinzip her funktionieren die kleineren Grafikkarten mit AGP-Anschluss alle. Das hier müsste, glaube ich, die NVIDIA GeForce FX 5200 sein. Ja, das ist sie mit 128 MB Grafikspeicher, meine ich. Ja, doch. Von MSI. Ich habe übrigens auch, soweit ich weiß, frische Wärmeleitpaste unter die Kühlkörper geschmiert. Also da ist jetzt auch ausgesorgt für. Gut, die funktioniert so wie, Moment, mache ich hiermit mal weiter. Das ist nämlich die ATI Radeon 9550 mit 128 MB. Ja, genau, die hat auch 128 MB. Die funktioniert einwandfrei, ebenso wie das Schwestermodell. Doch das Schwestermodell liegt auch schon auf dem Dachboden. Ja, sozusagen ausgesondert. Ich versuche ein paar Sachen zu verkaufen. Und bei einem Mainboard, das ich versuche zu verkaufen, da schicke ich auch die zweite Grafikkarte mit. Weil ich habe die ja schon. Dann brauche ich die ja nicht zweimal. Ne? Dadurch wird es ja auch nicht besser. Das hier, das müsste... Uff, was ist das denn nochmal? Da muss ich jetzt nachgucken. Ach, das ist diese GeForce 4 MX 4000 mit 128 MB Grafikspeicher. Einwandfreies Bild gibt sie aus. Also da sehe ich jetzt auch nicht rot oder schwarz, wie man das auch immer sagen möchte. Ja, da sehe ich schwarz. Ne? Das hier müsste die NVIDIA GeForce 4 MX 400 sein. Habe ich auch wieder frische Wärmeleitpaste auf den Grafikchip aufgetragen. Ich glaube, die hat sogar nur 64 MB, ja. Also 64 MB Grafikspeicher, die GeForce 4MX 440, ne? Ach, die 440, ich hatte glaube ich 400 gesagt. Also die 440 ist das, Verzeihung.
Ich habe so viele Grafikkarten, da kann ich mir nicht mehr alles merken. Das ist schon ganz schön unheimlich. Und das Beste ist ja, ich habe die Grafikkarten alle kostenlos bekommen. Ja, gebrauchte Grafikkarten. Ja, bei diesem Modell, das müsste, glaube ich, die allererste Nvidia GeForce sein. Ich glaube, mit 32 MB Grafikspeicher von Creative. Bei diesem Modell hat der Lüfter einen Lagerschaden. Ja, aber die Grafikkarte an sich gibt einwandfreies Bild aus, also der Grafikchip, ne? Nur der Nachteil dieser Grafikkarte ist eben, der Lüfter hat einen Lagerschaden. Der rattert extrem laut. Ja, und noch hier habe ich, meine ich, frische Wärmeleitpaste wieder aufgetragen. Das ist eine Nvidia GeForce FX, ich meine die 5600. Wo steht es denn? Moment. Na, müsste sie aber sein, das ist ja hier von Nvidia eine. Diese Grafikkarte funktioniert vom Prinzip auch. Seltsamerweise hat sie die Farben allerdings etwas verfälscht. Also das Blau war mit dieser Grafikkarte dunkler als bei den anderen Grafikkarten. Das war etwas seltsam, aber Grafikfehler an sich waren ja nicht zu sehen. Das müsste ich euch vorhin auch noch mal in einem anderen Videoschnipsel gezeigt haben. Ja, mache ich doch mit den größeren Grafikkarten weiter. Also das ist hier die einzige Grafikkarte, die, wie man sieht, zwei Slots belegt, die auch funktioniert. Achso, ich habe da jetzt die Schutzfolie abgemacht, deshalb strahlt sie auch so schön. Das ist eine XFX GeForce GTX 260. Ne? Mit kaputtem Gehäuse, aber diese Grafikkarte hier funktioniert einwandfrei. Die Schrauben, die müssten hier irgendwo drunter sein, muss man hier den Aufkleber wahrscheinlich abnehmen, um an die Schrauben zu kommen. Schätze ich mal, um das Ganze zu öffnen. Hier ist noch so ein SLI-Anschluss, wo man definitiv nur mit Reinigungsalkohol drüber müsste. Und irgendwie klebt diese Schutzkappe auch erbärmlich. Naja. Gut, die funktioniert. Ne? Also, so viel dazu. Allerdings, das Gehäuse ist beschädigt. Ja, eventuell könnte man das austauschen. Aber die Grafikkarte gebe ich ab. Dazu aber mehr in einem separaten Video. Wenn ich das noch schaffe. Weil die Grafikkarte, wie gesagt, gebe ich ab. Dann schicke ich sie auf die Reise zu einem meiner netten Abonnenten. Ja, nämlich dem Dark Phoenix 420. Dafür bekomme ich aber auch noch was ganz Nettes und was ich wirklich gut gebrauchen kann. Ja, was es ist, das möchte ich hier an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber es ist wirklich was richtig Geiles. Also ich freue mich schon riesig drauf. Gut. Und es hat auch mit PC-Hardware zu tun, ja. Ja, bleibe ich mal bei den großen Grafikkarten. Ja, das habe ich hier bereits schon in die SD-Tüte verpackt, weil dieses Modell auch an Dark Phoenix 24 jetzt geschickt wird. Und zwar ist das eine GeForce 8800 GTX, die kein Bild ausgibt. Ja, die wollte Dark Phoenix 24 gerne haben, aber ich sag euch, dass ich die weggebe, das zahlt sich für mich definitivst aus. Also was ich dafür bekomme, das ist so hammergeil. Das kann ich echt gut gebrauchen. Und deshalb ist es kein Problem, dass ich diese Grafikkarte dafür weggebe, um eben das andere, die andere Sache von ihm zu bekommen. Ne? Also sozusagen einen Hardware-Tausch. Aber es lohnt sich richtig. Das kann ich euch sagen. Und das kann ich echt gut gebrauchen, was ich dann bekomme. Ja. Gut, dann habe ich hier noch die ATI Radeon X1900 XT. Ich glaube,
Slot mit 512 MB Grafikspeicher. Die war ja auch defekt. Die habe ich jetzt hier in Luftpolstertüte verpackt. Ja, gut. Nicht so fachgerecht, ich weiß, aber die ist ja sowieso defekt und naja, ist ja halt nochmal ein bisschen gepolsterter, ne? Ja, gut. Bei der hat übrigens auch so eine rote Lampe geleuchtet, habe ich euch aber auch alles gezeigt. Ja, dann zu den DVD-Laufwerken, die ihr hier nicht seht. Da waren zwei Modelle dabei, die haben nicht funktioniert. Bei dem einen Modell meine ich, da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht mehr. Da dürfte der nicht von der CD gebootet haben. Ich glaube, dass die Schublade bei dem Laufwerk ausgefahren werden konnte, aber dass das Laufwerk eben nicht von einer CD-R booten konnte. Und naja, eigentlich sollte jedes CD- und DVD-Laufwerk von CD-R booten können. Das war doch ein bisschen schwach. Und bei dem anderen defekten Laufwerk, naja, das hat zwar, ich glaube, das konnte zwar auch booten, aber da hat die, nee, ihr seht, ich bin nicht so gut vorbereitet heute. Ich glaube, dass bei dem zweiten Laufwerk ich die CD gar nicht erst reingelegt habe, weil die Schublade so wackelig ausfuhr, dann habe ich gleich gesagt, komm, weg damit. Ja, und das sind dann die beiden Floppy-Laufwerke noch, die ich als funktionstüchtig deklarieren konnte. Welches Modell? Na, so viel steht ja auch nicht drauf. Das funktioniert. Und bei dem anderen Modell, da fehlen hier bei der Buchse zahlreiche Kontakte. Kurioserweise hat es trotzdem funktioniert. Obwohl ja so viele Kontaktpins da fehlen an diesem Floppy-Anschluss. Das hat mich schon gewundert, so ein Mitsumi-Laufwerk. Funktioniert aber. Ja, das habe ich mit einer Boot-Diskette ausprobiert. Und beim Laufwerk, da hat mir die Boot-Diskette zerlegt. Also nicht die Diskette selbst, das wäre irgendwie schräg, sondern ja, das System auf der Diskette, das hat's zerrissen. Also meine MS-DOS-Startdiskette, die muss ich eben neu erstellen, das ist aber kein Thema. Ja, zu den Festplatten. Die funktionieren alle einwandfrei, kann ich schon mal sagen. Ach nö, jetzt muss ich auch noch den Akku tauschen. Schon wieder eine Unterbrechung, Verzeihung. Die Speicherkarte wird aber nicht gleich noch als nächstes voll sein. Das ist die 64 GB Samsung Evo Plus. Und ich kann jetzt auch über 5 Stunden aufnehmen in bester Qualität. Also das erreiche ich mit diesem Video sowieso nicht. Ja, die Festplatten funktionieren alle einwandfrei. Und ich habe ihre Statuswerte oder Eigenschaften mit Crystal Disk Info ausgelesen. Also ihre Smart-Werte. Und die lagen alle im grünen Bereich. Ja, ich blende euch die auch ganz gerne hier als Screenshot ein. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Seagate-Festplatte mit 40 GB. Ja, wie man an den Smart-Werten erkennen kann, waren die schon mal im Betrieb gewesen. Also neu sind die Platten definitiv nicht mehr. Aber sie funktionieren einwandfrei, wie gesagt. Dann habe ich hier noch eine zweite Festplatte aus der U-Serie. Eins von beiden hat 512 Kilobyte Cache, das andere hat 2048 Kilobyte Cache, also das Vielfache, ja. Müsste dann auch entsprechend, glaube ich, etwas neuerer sein. Naja, gut. Aus der U-Serie auch wieder mit 40 GB hier. Alle haben einen IDE-Anschluss. Dann habe ich hier noch eine wunderschöne Maxtor Diamond Max Plus 9 Festplatte mit 160 GB Speicherkapazität und Ultra ATR 133 Modus, ja. Gut, und auch diese Seagate Barracuda Festplatte mit 160 GB funktioniert einwandfrei. Gut,
Ja, ihr dürftet bereits wohl gemerkt haben, dass ich heute wieder mal sehr gesprächig bin. Naja, gut. Ja, mache ich mal hier mit den Erweiterungskarten weiter. Die habe ich jetzt ganz einfach auf mein Sockelarm 2 Plus Mainboard da hineingesteckt in die PCI-Slots und habe dann mal geschaut mit der Ultimate Boot Disk, ob das System die PCI-Karten überhaupt erkannt hat. Ich habe die jetzt nicht noch weiter auf Funktion geprüft, ich habe eben nur geschaut, ob die auch vom System erkannt werden. Ja, und hier hat er tatsächlich den C-Media Aureon 5.1 Soundchip erkannt. Also die scheint wohl zu funktionieren, schätze ich mal. Jedenfalls hat das System diese Erweiterungskarte erkannt. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. So. Ja, und auch diese interessante FireWire-Karte mit Fiat-Chip wurde korrekt erkannt. Ja, und sie hat hier sogar noch einen internen FireWire-Anschluss für eine Frontpanel-Buchse. Das ist auch nicht schlecht. Deshalb ist sie etwas interessanter. Ja, dann habe ich hier noch eine SAT-Karte. Ja, die sind natürlich schon etwas komplexer aufgebaut. Aber auch hier hat das System die PCI-Karte auslesen können. Da stand jetzt zwar nichts von Connex Sun drin, aber irgendwas anderes, was auf eine TV-Karte hindeuten könnte. Ah, von Pinnacle stammt die hier sogar. Naja. Keine Ahnung, ob die noch funktioniert, aber das System hat die Karte ja schon mal erkannt. Also in der Ultimate Boot CD mit dem entsprechenden Tool konnte ich was auslesen. Gleiches trifft auch auf diese DVB-C-Karte zu mit WinTV-Tuner. Auch wieder hier mit Connexant-Controller und das müsste auch wieder so ein Microcontroller sein. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja, und hier sind die Anschlüsse, ne? Selbst einen Antennenanschluss fürs Radio hat die hier. Nicht übel. Und auch noch ein Videoeingang, S-Video und Audioanschlüsse. Auch nicht übel. Ja, und diesen hier, genau. Also diese Erweiterungskarte hier, die mir freundlicherweise von DarkPhoenix 420 zugeschickt wurde. In einem Paket mit anderer Hardware zusammen. Die wurde ebenfalls vom System erkannt, auch als Cardbus-Adapter, beziehungsweise Cardbus-Bridge. Ja, die scheint wohl auch zu funktionieren und auch hier der Chip von ENE, ja, der wurde ja erkannt. Gut, dann kommt es jetzt auch wieder hier in ESD-Tüte. Moment. So. Gut. Ja, und die habe ich auch schon wieder dicht geklebt mit dieser Film, weil ich die ebenfalls zu DarkPhoenix 420 schicken möchte, wo ich ja im Austausch ein richtig geiles Gerät bekomme. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Weil das, was mir der DarkPhoenix 420 zuschickt, das ist in meinen Augen richtig krass. Beziehungsweise, ich kann das richtig gut gebrauchen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch nicht allzu viel verraten. Ja, und zwar ist das hier eine LG-AB100 Ethernet-Karte. Und auch die hier hat eine Microcontroller-Unit von Samsung. Auch wieder ein Microcontroller. Ja, nicht übel. Die hat hier drei Ethernet-Buchsen, ne? Und noch einen WLAN-Antennenanschluss. Also ein WLAN-Modul hat sie auch. Ja, auch wenn ich die nicht wirklich zum Laufen bekommen hatte. Aber ich schätze mal, die funktioniert, weil die wurde ja irgendwie, naja, fälschlicherweise als Realtek RTL 8139 Controller. Aber sie wurde ja erkannt vom System, ne? Gut.
Habe ich noch irgendwas vergessen? Wenn ja, tut's mir leid. Ich denke mal, das wäre es jetzt erstmal so an Hardware. Okay, dann wisst ihr ja Bescheid. Bis zum nächsten Mal dann.